Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo, der kommt von der guten Mia. Mia hat das Ganze am 9.01.2020 eingesendet. Vor ihr waren tatsächlich auch noch mittlerweile, glaube ich, 4 andere Zoos, die allerdings alle erneut eingesendet wurden. Das heißt, das sind Zoos, die wir schon mal besichtigt hatten, deswegen habe ich die erstmal noch so ein bisschen weiter nach hinten dran gestellt. Wir werden gleich in der Zoobewertung sowieso nochmal über so ein paar Dinge sprechen, was das Format anbetrifft, weil ich glaube, es muss vielleicht die ein oder andere Änderung her, aber das besprechen wir alles gleich, wenn wir in den Zoo von mir angekommen sind. Erstmal lesen wir jetzt mal ihre schöne E-Mail vor, denn sie schreibt: Schicke auch mal meinen Zoo. Ist der zweite Anlauf, da mein eigentlicher wunderbar laufender Franchise-Zoo nicht mehr lädt. Hatte ihn voller Albinos, naja. Diesen griechischen Zoo habe ich angefangen zu bauen, nachdem ich den Tempel auf der Akropolis im Workshop gefunden habe. Es soll eine alte griechische Stadt sein, die nun zu einem Park umgebaut wurde. Natürlich nicht fertig, aber schon ein guter Teil davon. Achtung, viele Meldungen über Tiere und Mitarbeiter. Habe hauptsächlich gebaut und bin jetzt dabei, mal deren Bedürfnisse zu fixen. Gruß, Mia. Ja, ich bin sehr gespannt. Einen griechischen Zoo hatten wir so noch gar nicht. Deswegen ist das was ganz Neues. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in deinen griechischen Zoo, Mia. Und da sind wir schon im Zoo von Mia angekommen. Der Speicherstand heißt übrigens Wildlife Park Athens. Also ich gehe davon aus, dass der Zoo dann so heißt. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal rein. Schauen uns das Ganze mal an. Ich habe die Besucher wieder auf 500 begrenzt, damit die nicht so sehr im Weg rumstehen. Okay, du hast auf jeden Fall ausgeschildert. Das ist sehr gut. Stadtzentrum Stoa des Attalos. Na, ich kenne mich leider in der griechischen Geschichte nicht so gut aus. Deswegen kann ich damit nicht so viel anfangen. Ich war auch erst einmal in Griechenland. Auf Kreta. Kallosurisma. Okay. Keine Ahnung, was das heißt. Könnte auch der Zooname sein. Ich gehe mal davon aus, dass er Wildlife Park Athens heißt. Oh, hier ist schon das erste Gehege. Wie cool. Kaffernbüffel. Ah, sehr schön. Aber man sieht auf jeden Fall, dass du diesen griechischen Baustil hier verwendet hast. Mit diesen ganz vielen geschwungenen Bögen. Alles so schön in Weiß. Und diese Säulen und sowas. Das kann man schon sehr gut erkennen. Oh, und da hinten ist sogar schon ein riesiger griechischer Tempel. Auch sehr interessante Felsarbeit hier. Das sieht aber alles noch teilweise so ein bisschen unfertig aus. Oh, hier ist auch ein schöner Wasserfall. Auch das Gehege sieht sehr kahl aus. Hier sind keine Bäume drin, keine Höhenunterschiede. Ich meine, Höhenunterschiede sind kein Muss, aber finde ich immer ein bisschen schön, auch wenn es so minimale sind. So kleine... Hallo. Ich bin hier am Aufnehmen. Meine Güte. Und ja, Felsen und sowas sind halt auch immer schön. Sieht noch sehr kahl aus, leider, das Gehege. Aber trotzdem, süße Kaffernbüffel, coole Idee. Coole Idee auch, dass man hier hoch kann. Fällt mir sehr gut. Ja, das Problem ist, wir werden uns jetzt... du hast alles gut ausgeschildert, also wir werden uns nicht verlaufen. Safari-Tour. Akropolis, das habe ich auch schon mal gehört. Hätte ich mal in der Schule besser aufgepasst bei der griechischen Geschichte. Weiß leider nicht mehr, was das ist. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Sumpffahrt, den gehen wir mal entlang. Und während wir uns jetzt den Sumpffahrt so ein bisschen angucken und entlang gehen, würde ich sagen, sprechen wir mal über das Format Ich bewerte eure Zoos. Ich bin nämlich momentan am Überlegen, ob wir das Ganze nochmal resetten. Das heißt, ob ich nochmal sozusagen einen Neuanfang mache damit, dass ihr eure E-Mails nochmal erneut einsenden könnt und wir dann sozusagen wieder ein neues Datum, ein neues Kapitel beginnen. Das habe ich bei... ich bewerte eure Parks in Jurassic World Evolution auch mal gemacht und ich finde, das war eigentlich ganz cool, weil dadurch hatten wir dann immer die aktuellen Versionen von den Zoos vorliegen und jeder hatte nochmal die Chance, auch wieder schnell ranzukommen, weil momentan ist einfach die Wartezeit, wenn man einen Zoo einschickt, über einen Monat und das Problem ist auch, dass viele Zoos von Leuten sind, die mittlerweile gar nicht mehr zuschauen. Das ist halt ein bisschen blöd, ne? Weil die blockieren dann halt sozusagen ein bisschen die Plätze für die Leute, die hier noch aktiv zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt das so verstehen. Die Arschkarte, wenn ich sowas mache, haben natürlich die Leute, die jetzt kurz vor dran sind. Ne? Das ist halt immer ein bisschen ärgerlich, aber ja, ich bin momentan sehr stark am Überlegen, weil wir hängen über einen Monat hinterher. Viele Leute haben auch schon wieder Updates von ihren Zoos eingereicht, die ich jetzt auch schon übersprungen habe, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ihr könnt ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ich nochmal so einen Neuanfang machen sollte oder ob ich einfach das Ganze weiterlaufen lassen sollte. Aber dann ist halt das Problem, wenn ihr einen Zoo einschickt, über einen Monat Wartezeit. Und das wird auch gefühlt immer länger, weil ich habe wirklich richtig viele Zoos in meinem Postfach rumliegen.
ist ein sehr schöner Sumpfbereich mit leisten Krokodilen. Gefällt mir. Auch hier diese weißen griechischen Gebäude. Ja, ich könnte eigentlich mal so ein Community-Vote oder sowas starten, was ihr davon haltet. Mal gucken. Mache ich vielleicht mal Wochenende oder sowas. Ihr könnt es ja erstmal in die Kommentare schreiben und dann gucke ich mal, wie eure Meinung dazu ist. Würde mich mal sehr interessieren. So, das war jetzt der Sumpfpfad-Ausgang. Okay. Wir gehen das Stück aber nochmal zurück. Hier sind auch schöne griechische Gebäude. Mit Vivarien. Juhu, wir können wieder Tiere raten. Boah, wieso sieht denn das hier so kahl aus, das Vivarium? Hier sind einfach so drei Spinnen. So, welche sind denn das jetzt? Das ist bestimmt brasilianische Riesenvogelspinne. Hä? Nicht richtig angeklickt anscheinend. Ja, wieso sehe ich das Tier nicht? Ach, weil das Kind hier im Weg ist. Ich habe das Kind angeklickt. Meine Güte. Also diese Leute sind aber auch teilweise aufdringlich hier, weil die so nah kommen, ne? Ich mag keine Menschen. Zumindest nicht, wenn sie so nah an mir dran stehen und mich bedrängen. Brasilianische Riesenvogelspinne. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ne, Menschenmassen bin ich echt kein Fan von. So, das ist... Ist das nicht auch die gleiche? Tatsächlich. Okay. Hier siehst du doch, da ist sie auch. Aber müsste die aber auch sein. Warte, ich habe hier ganz viele Menüs offen. Lass mal eben zumachen. Sorry. So, auf jeden Fall hast du hier schöne Vivarien noch eingebaut. Schöne griechische Häuser. Und hier sind schon die nächsten Gehege. Okay. Ah, okay. Das sind Weißschwanzgnus. Müssten das sein? Nicht alles täuscht. Kriegt ihr auch nicht angeklickt. Was ist denn heute los? Jetzt. Weißschwanzgnu. Huh, ich bin so gut. Die sehe ich auch voll selten bei euch in den Zoos. Finde ich ein bisschen schade. Hm. Aber auch hier das Gehege. Sehr kahl. Noch gar nicht gestaltet. Ich glaube, du bist noch gar nicht zur Gehegegestaltung gekommen. Du hast dich wahrscheinlich mehr so mit diesen ganzen Gebäuden und sowas beschäftigt. Kann das sein? Hm. Ist auf jeden Fall sehr kahl. Bisschen schade. Was haben wir denn hier? Oha, jetzt wird's schwer, Leute. Ich sag mal Bongo. Oh mein Gott. Oh, ich bin heute on fleek. Okay, das ist wirklich ein Bongo. Cool. Oh, hier hast du sogar so eine Plantage eingebaut. Ich weiß jetzt nicht. Was wächst denn in Griechenland? Oliven wachsen da, ne? Ich glaube schon, es könnten Olivenbäume sein. Coole Idee. Definitiv. Hier hast du auch mal ein bisschen gestaltet, das ist cool. Der Unterstand ist hier auch direkt im Gebäude drin. Boah, was geht jetzt ab? Bongo-Fight. Boah, das Geräusch. Ich habe noch nie gehört. Und gesehen. Boah, das klingt voll böse, ne? Boah, lasst euch in Ruhe. Kloppen die sich jetzt, weil sie Spaß dran haben oder um irgendeine Vorherrschaft oder so? Oder haben die sich verletzt? Nee. Hm. Na gut, lassen wir die mal in Ruhe, die beiden Zankhähne. So, hier haben wir noch eine schöne Toilette. Oh, auch sehr schön griechisch hier, ne? Das sieht echt toll aus, mit dieser Uhr auch. Na gut, diese Toiletteneingänge, da bin ich ja kein Fan von. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir gehen jetzt hier hinten weiter. Mal schauen. Wo geht's denn hier hin? Okay, hier ist nicht ausgeschildert. Ich glaube, wir gehen einfach mal hier rechts hoch und gucken mal, was uns hier erwartet. Ah, okay, hier haben wir so eine kleine Aussichtsplattform. Ja, aber auch hier, das Gehege sieht noch sehr kahl aus. Aber hier sieht man schon Anfänge. Hier hast du wenigstens Bäume eingebaut und schon mal so ein bisschen Höhenunterschiede. Aber du bist halt noch nicht dazu gekommen zum Gestalten. Oh, geht das hier unter der Brücke durch, oder? Nee. Habe ich nicht gerade schon Weißschwanzgnus gesehen? Da sind welche. Hier. Okay, ich dachte gerade, es wäre ein verbundenes Gehege, aber das macht keinen Sinn. Weil hier sind auch welche. Aber sehr interessant. Also diese griechische Bauweise habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber hier sieht man das schon ganz gut, in welche Richtung das geht. Das ist eine mega coole Idee, also wirklich. So einen griechischen Zoo zu bauen. Kannst du gerne weiterbauen und dann nochmal einschicken. Mal gucken, ob wir das Ganze resetten oder nicht. Ich gehe mal hier zurück. Lalalala. So, Ausgang Akropolis Theater. Hier haben wir sogar noch Bären. Hä? Das stimmt aber nicht. Hier sind Bongos drin. Hast du wohl das falsche Schild ausgewählt? Oder ist das hier ein anderes Gehege? Ich sehe gar keine Tiere. Hm, vielleicht sind die schon gestorben. Wer weiß. Hier sind ja auch sehr viele Meldungen. Hast ja auch geschrieben, dass es viele Probleme gibt.
Theater, Stadtzentrum, Akropolis. Stadtzentrum bin ich auch sehr gespannt. Wir gehen mal jetzt erst zur Akropolis. Ah, hier haben wir Elefanten. Da. Hinter den ganzen Bowling-Pins. Mit Babys. Auch wie süß. Okay, hier ist sogar Under Water Viewing. Ja, der Weg hier ist auch ein bisschen huggelig. Ja, ist sowieso alles noch so ein bisschen im Rohbau. Das brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Oh, da sehen wir schon einige Gebäude in der Luft schweben. Die scheint sie wohl noch irgendwo unterbringen zu wollen. Hast du da wahrscheinlich erstmal hinkopiert? Was haben wir denn hier? Okay. Todeszoo 2.0. Die sind quicklebendig, Leute. Oh, hier sind Fliegen unter Wasser, alles klar. Dieses Auge. Ist ein Zyklop. Oh Gott, soll mich nicht angucken. Ja, Leute, darf ich vorstellen, der Todessee. Ist das die Akropolis? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Dahinter hast du schon mal ein bisschen mit Felsen gearbeitet. Aber es geht schon in die richtige Richtung, man sieht das schon. Aber ich weiß halt, das ist halt super viel Arbeit, sowas fertigzustellen. Ich glaube, du hast auch sehr groß gebaut. Oh, hier war auch noch irgendwas geplant. Oh, ich verstehe. Ah, ich verstehe halt wirklich. Das ist wie so ein... Ach, cool. Hier wäre dann so diese Bühne. Hier wäre dann irgendwie so eine Show oder sowas. Wie nennt sich denn diese Dinger? Ist das die Akropolis? Ich weiß es nicht. Aber sowas kenne ich aus Griechenland. Diese runden... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sieht aber sehr cool aus. Das schauen wir uns gleich mal von oben an. Ich finde auch die Idee cool, dass das wie so ein begehbares Gehege hier ist. Wenn man hier wirklich hin kann. Leider sind hier keine Tiere drin. Aber ich glaube, hier waren mal Tiere drin. Kann das sein? Hier sind auch so... Affenspielzeuge und sowas. Und hier ist ja auch so ein Klettergerüst. Ah, ich glaube, das war halt wirklich ein Gehege. Hier sind nur wahrscheinlich alle Tiere mittlerweile gestorben. Schade. Aber richtig coole Idee für so ein Gehege. Krass. Schauen wir uns gleich auch nochmal schnell von oben an. So, hier geht's noch weiter. Die Wege sind natürlich auch komplett ja, hugelig und nicht so schön. Ach, Theater war es einfach. Okay. Safari-Tour habe ich gar nicht gesehen, oder? Ach doch, da war ich vorhin bei den Dingens. Ach, passt schon. Dreh jetzt nicht nochmal um. Akropolis. Okay, hier geht's hoch. Hier sind die Wege leider auch sehr hugelig. Haben wir hier? Sehr viel hohes Gras. Dadurch sieht man die Tiere nicht. Was ist das? Was Hölle ist das? Ach, das ist ein Dach. Okay, dein Zoo ist voller Überraschungen. Was haben wir denn hier? Oh! Ein Bison, ein kleiner. Aber oh, wo sind die großen Bisons? Ja, hier schlafen die. Gott sei Dank schlafen die nur. Nicht so wie die Hippos. Ja gut, das Gehege hier. Ein bisschen sehr viel hohes Gras. Und auch noch sehr rohbaumäßig. Allgemein ist hier echt noch viel im Rohbau. Ah, okay. Das ist die Akropolis. Oder der Akropolis. Ich habe keine Ahnung. Das ist eigentlich Allgemeinbildung, dass man das wissen sollte. Bin aber sehr vergesslich. Ich habe es ja auch schon 100 Mal gehört. Schön. Hast du aus einem Workshop? Du hast ja irgendwas geschrieben. Ich mag ja diese griechische Bauweise echt gerne, ne? Richtig schön aus. Hier sind auch noch ein paar Läden. Gut, hier flackert es ja so ein bisschen, ne? Das kann man halt auch noch beheben. So ein kleines Manko. Oh, und hier gibt es einige Tiere. Bisons. Und auch noch Mandrills. Oder Mandrills. Und hier geht's mega runter. Okay. Katas. Okay, hier wären Katas drin gewesen in dem Theater. Jetzt könnt ihr das Ganze nochmal von oben sehen, von der Tribüne aus sozusagen. Ist schon cool, die Idee, ne? Aber hier ist auch mit dem Gras ein bisschen doof. Ich könnte mir vorstellen, dass du relativ viel kopiert hast und dadurch viele Baufehler entstanden sind, weil du hast ja geschrieben, dass dein alter Zoo kaputt gegangen ist und sowas und ja, dadurch entstehen halt schnell irgendwelche, ja, dass das Gras durchschaut und sowas, wenn man viel kopiert, aber ja, passiert halt. So, Stoa des Attalos, okay. Gehen wir da mal hin. Na. Noch so ein paar Gebäude, kann man essen, trinken. Kann man auch nochmal hochgehen.
Ah, hier ist dann nochmal eine Aussichtsplattform. Okay, hier scheint auch noch irgendwas Cooles geplant gewesen zu sein. Ist auf jeden Fall die Landschaft schon mal sehr interessant gestaltet. Ist ja schon mal sehr gemütlich hier. Da kann man sich hinsetzen. Geht sogar noch höher. Okay, hier ist auch ein Lautsprecher. Hier war auf jeden Fall irgendwas Großes geplant. Schade, dass es noch so unfertig ist. So. Aber du baust auch sehr groß. Also ich kann dir nur in Zukunft am besten immer raten, ein bisschen kleiner zu bauen, weil sonst braucht man echt ewig für so ein Zoo. Ist auch ein schönes Gewässer. Schauen wir uns aber gleich alles von oben an, würde ich sagen. Geht schneller. Viele Gebäude. Auch nochmal ein schönes griechisches Gebäude. Ah, Musik. Wie schön. Oh, guck mal. Sind hier Tiere drin? Ich habe das Gefühl, dass hier viele Tiere schon gestorben sind bei dir. Nee, da vorne sind Ganges-Gaviale, so wie es aussieht. Cool. Da hinten geht auch so eine Brücke rüber. Das ist so ein richtig schöner Fluss. Mag ich ja eher sehr gerne, wenn man so einen Fluss mit solchen Gittern abgrenzt. Ich glaube, ich hätte das Gitter sogar noch ein bisschen niedriger gemacht. Weil, ich meine, die Krokodile können ja nicht springen. So, hier sind wieder Vivarientiere. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, beim Vivarium so eine Wand vorzubauen, weil dann sieht man noch weniger. Keine Ahnung, was hier drin ist. Bin jetzt auch zu faul zum Suchen, wenn ich die jetzt nicht auf die Schnelle finde. Weiß auch gar nicht. Ist hier was drin? Ja, sonst wären die geschlossen, ne? Wenn hier nichts drin wäre. Ich sehe keine Tiere. Gleich werde ich gebissen aus dem Nichts. Oder gepiekst. Was auch immer. Wo sind die Tiere alle? Okay, die wollen nicht, dass ich sie finde. Passt schon. Also sowas meine ich halt. Es kann gut sein, dass diese Toilette platziert wurde und dadurch dann der Weg so hügelig wurde. Beziehungsweise vielleicht hast du auch einfach den Weg gebaut von oben und hier unten war schon alles hügelig. Das könnte ich mir auch vorstellen. Weil wenn man von oben guckt, sieht man das nicht so gut, wenn was hügelig ist. Hier sind halt auch alles nur Rohbauten. Das ist halt echt schade. Okay, hier geht es nochmal rund unten rein irgendwo. Oh, coole Idee. Das ist auch sowas wie ein Unterwassertunnel. Mega, das sieht auch cool aus. Mit diesem eckigen Dach. Gefällt mir. Leider keine Tiere zu sehen. Ah, schöne Idee. Steph, okay, hier ist Mitarbeiter. Weiß gar nicht, ob ich mich verlaufen habe, wenn ich ehrlich bin. Oh, es sind aber auch viele Wege hier. Oha. Ich gucke gleich einfach von oben, Leute. Ich glaube, wir waren nämlich jetzt hier unter dem Ganges-Gavial-Gehege gerade. Also hier drunter. Da ist auch gerade ein Ganges-Gavial im Wasser. Oh, hier sind Strauße. Das sind eigentlich die Männchen mit den weißen Federn? Okay. Ist ja meistens so bei Tieren, dass die hübscheren Tiere Männchen sind. So. Ja, ist echt noch viel geplant, aber alles im Rohbau. Eieiei. Sind auch echt lange Wege, muss ich sagen. Was gibt's zu meckern? Abru. Ah! Ich bin der kleine Retter in Not. Oh, wir haben hier Löwen. Schau mal an. Okay. Interessantes Gehege für einen Löwen. Schon sehr klein wirkt das Gehege, oder? Da sollen die nochmal weiter protestieren. Passt schon. Es gibt leider echt wenig Details zum Angucken gerade, weil es echt so unfertig leider noch ist. Ich meine, die Idee ist cool, aber es ist halt echt noch zu unfertig. Ah, jetzt. Oh, jetzt sind wir, glaube ich, in einem Bereich, der ein bisschen fertiger ist. Ich glaube, wir haben vorhin die ganze Zeit die Baustelle begutachtet. Hier sieht das nämlich schon wieder ein bisschen belebter aus. Ah, hier haben wir Nilwarane. Cool. Hier ist das Gehege auch mal ein bisschen gestaltet. Das ist gut. Hier haben wir Felsen, Bepflanzung, Wasser. Cool, okay. Ordentlich Wasser. Ah, die mögen ja auch gerne Wasser. Hier ist auch wieder Unterwasser-Viewing angesagt. Nicht schlecht. Was haben wir hier? Nächste Gehege. Leben die Tiere noch? Hallo? Lebt hier was? Ach, da! Ein Gepard. Süß. Ich finde die Idee hier auch übrigens cool mit diesen ja, Steinwegen. Das hast du hier vorne auch gemacht. Das finde ich cool.
man ja häufiger. Ist das nicht ein bisschen klein für einen Gepard? Wohl, ja, geht eigentlich. Aber ich dachte mal, die brauchen viel Auslauf, weil die sind ja mega sportlich unterwegs. Essen, trinken. Hier geht's auch nochmal hoch. Hier können wir dann auch nochmal chillen. Hier ist aber auch das falsche Schild ausgewählt. Nilvaran. Die Nilvarane sind hier. Wir sind hier ja bei dem Gepard, ja. Er scheint aber glücklich zu sein, der Gepard. So. Ich glaube, hier sind wir jetzt in der Stadt, oder? Hier sind richtig viele Läden und Häuser. Okay, Spießbock haben wir hier. Die chillen da auch. Die haben so ein Gebäudegehege. Auch nicht schlecht. Auch mit einer sehr interessanten Begrenzung hier. Aber du hast ja echt das Problem, dass noch viel flackert. Das würde ich immer beheben, weil ich finde das immer nicht so schön zum Anschauen, wenn so Texturen durcheinander flackern. Hm, aber interessantes Gehege. Und jetzt sind wir hier schon... Ah, jetzt sind wir bei den Gnus vom Anfang. Store des Attalos. Ich habe jetzt Store des Attalos gar nicht gesehen, oder? Ich habe es wahrscheinlich übersehen oder nicht gecheckt, dass es das ist, weil ich nicht weiß, was es ist. Akropolis ist auf jeden Fall der Tempel da, oder was? Stadtzentrum, Theater. Hier geht's hoch. Na, durch die Kommentare werde ich bestimmt sehr viel über die griechische Geschichte lernen. Hoffe ich doch. Auch nochmal ein paar Tierchen. Welche Tiere? Schreibt mal in den Chat, ob ihr hier was seht. Nicht in den Chat, in die Kommentare. Keine Tiere, das kann doch nicht sein. Meine Augen scannen gerade jeden Winkel. Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich blind bin. Ich glaube, hier geht es jetzt nochmal ordentlich hoch auf die Gebäude. Ja, das sind mir aber auch echt ein bisschen zu viele Wege durcheinander und so, muss ich sagen. Und auch zu viel mit Geländern und so in der Stadt. Ich glaube, ich hätte so ruhig mal so ein bisschen die Geländer weglassen können. Es wirkt irgendwie alles, ich weiß nicht, sehr beengt, oder? Also ich glaube, ohne die Geländer wäre das schöner. Wenn du hier die Wege ohne Geländer gebaut hättest, dann wäre das alles ein bisschen offener und so. Oh, da sind noch Tiere in Not. Da sehe ich mich doch. Rican Elephant. Ich höre hier noch ein Tier hämmern. Leute, wir müssen da hin. Oder war das der Elefant? Da! Was ist denn hier los? Oh, die kann ich nicht befreien, oder? Was ist denn das? Nilvaran. Ja, okay, da kann ich mich jetzt leider nicht drum kümmern. Tut mir leid, Kleiner. Mia ist schuld. Hier ist noch einer. Noch ein Nilvaran. Mia ist schuld. Oh, ist das sad. Ich würde sagen, wir schauen mal von oben, Leute. Ich habe mich nämlich komplett verlaufen. War halt wirklich ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Also hier, der Teil war noch übersichtlich. Aber man sieht noch, ne, das ist schon alles noch sehr im Rohbau, wenn man von oben guckt. Sehr viel offene Fläche noch, wenig Bepflanzung. Also die Idee ist cool. So einen griechischen... Und die Stadt sieht auch cool aus von oben eigentlich. Sieht schon nicht schlecht aus. Also die Idee ist sehr cool, so eine griechische Stadt und einen griechischen Zoo zu bauen. Ich glaube aber, du planst einfach zu groß. Deswegen bist du wahrscheinlich noch nicht fertig geworden. Weil ich weiß ja, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Und du hast halt jetzt erst die grobe Planung fertig. Ich glaube, du solltest sowas eher so ein bisschen kleiner bauen. Also so ungefähr. In dieser Größe würde ich das, glaube ich, bauen. Dann kann man auch ein bisschen mehr Wert auf Details legen und ja, mehr Zeit in bestimmte Dinge investieren. Man sieht halt, du hast hier viel geplant. Hier ist ja auch die ganze Felswand und so angefangen. Sieht auch schon ganz cool aus, aber es ist halt noch nicht fertig. Und auch hier, solche Zäune sind nicht so schön, ne? Gerade an so Klippen kannst du auch viel mit Felsensachen abgrenzen. Aber man sieht, dass du da viel Liebe reinsteckst. Das sieht schon sehr gut aus hier, der Wasserfall. Boah, das ist echt ein mega interessanter Wasserverlauf. Cool. Das sieht echt toll aus. Hier ist nochmal das Theater. Auch sehr coole Idee, also wirklich. Hier ein Affengehege draus zu bauen, mega. So, ist das Akropolis? I hope so. Schreibt's gerne in die Kommentare. Lehrt mich die griechische Geschichte. Oder lehrt mir die griechische Geschichte. So, und was habe ich jetzt vorhin noch übersehen? Das will ich jetzt nochmal kurz gucken. So. Store des Attalos. Uff. Könnt jetzt googeln, aber ich hoffe, ihr werdet mir das in den Kommentaren... Waren wir hinten überhaupt?
Ja doch, ne? Ja doch, hier waren wir. Hier ist der Unterwassertunnel. Das ist auch mega cool. Komm, wir gehen nochmal schnell rein. Auf, geht's rein. Da. Und da ist gerade ein. Da, guck mal. Boah, ist das nicht cool, wenn man hier drin ist? Wenn hier die Krokodile wirklich rüber schwimmen. Ja, das ist auch mega cool hier. Hammer. Finde ich cool. Auch hier mit den Brücken, das ist cool. Hier hast du auch schon viel Liebe und Arbeit reingesteckt. In diesem Bereich, definitiv. Das sieht auch schon echt cool aus hier. Also die Idee für dein Zoo ist Hammer. Ich glaube nur, du hast zu groß geplant. Deswegen konntest du noch nicht so viel Liebe zum Detail in den Zoo stecken. Aber es ist wirklich cool. Bau den gerne weiter und schick ihn dann nochmal ein. Dafür ist natürlich wichtig, dass ihr in die Kommentare schreibt, wie wir das Ganze machen. Ob wir das Ganze resetten sollen oder ob wir das Ganze so fortführen. Wie wir es jetzt momentan tun, das war auf jeden Fall der Wildlife Park Athen oder Athens von mir. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.